Seht an, Keller. Seht an, noch mehr Keller. Liebe Leute, ihr glaubt es nicht. Ziemlich coole Sache, die mich sehr freut und die ich euch gerne erzählen würde, bevor das Video losgeht. Und zwar haben wir mal wieder einen kleinen Meilenstein zu feiern. Und nein, diesmal rede ich nicht über eine Zahl, sondern als vor wenigen Tagen das Alpha 2 Update von Hello Neighbor rauskam, war mein Video kurzerhand mal über Nacht für ein paar Stunden in den Trends von YouTube Deutschland und tummelte sich da mit Videos von The Floyd, Simon Desue und anderen Leuten. Und all das habe ich eurem Support zu verdanken. Vielen lieben Dank, ganz fetten Dank an euch. Was mir oder uns das jetzt bringt? Eigentlich gar nicht so viel, bis auf einen gewissen Coolness-Faktor, versteht sich. Und jetzt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Was das heutige Völkchen unserer heißgeliebten Nachbarschaft betrifft, so möchte ich das ganz euren Vorschlägen überlassen, sozusagen. Ihr habt mir in den letzten Tagen super, super viele Kommentare hinterlassen. Ich soll doch mal mit dem Ghost-Cheat den Keller weiter erforschen. Und wo wir gerade in der letzten Folge versucht haben, hier und da ein bisschen was in die Luft zu sprengen, was leider missglückt ist. Warum auch immer, ich hätte es ziemlich gefeiert. Allerdings sollen wir mal die Teddys einsammeln und versuchen, die in die Luft zu springen. In der letzten Version von dem Spiel war ja so die Frage, ob man den Teddy irgendwie verbrennen kann, um an den Schlüssel ranzukommen. Da gab es so ein Poster, ihr erinnert euch, was das eigentlich aussagt. Das hat aber nicht geklappt, zumindest hat es niemand herausgefunden. Ich glaube, es war einfach noch nicht eingebaut. Und vielleicht können wir ja in dieser Version damit irgendwas reißen. Vielleicht finden wir einen Schlüssel im Teddy, vielleicht finden wir ein anderes Secret, wenn wir ihn versuchen, in die Luft zu springen. Also, ich würde sagen, los geht's. Alright, liebe Freunde, und ich würde sagen, bevor der gute Herr da drüben merkt, wer ihm dann in sein Morgenmüsli gespuckt hat, fangen wir gleich mal an, ohne groß Aufsehen zu erregen. Hui. Um unser aller Zeit zu sparen, mache ich das jetzt einfach mal ganz fix so. Halt deinen Mund! Er soll es noch nicht wissen. Er soll es nie erfahren. So, das soll ich mitnehmen. Und den Teddy. Moment, wo bist du? Oh, hi. Da, du wartest schon auf mich, ne? Du sitzt schon bereit. Wartest drauf, dass dich irgendjemand rauslässt. Dein Herrchen ist nicht besonders freundlich zu dir, oder? So wie du aussiehst. Okay. Keine weiteren Kommentare dazu. Oh. Bevor der mich da kriegt. Was ich mal noch mitnehmen möchte, ist hier diese Puppe. Also wenn man diesen Teddy verbrennen kann, dann sollten zwei Feuerwerkteile ja eigentlich reichen. So, mein Lieber. Hui! Kommst hier nicht rein? Kann hier nicht sehen. Okay, liebe Freunde, wir sind hier. So, ich komme wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und gehe jetzt einfach mal. Was piept denn immer? Was ist denn das? Ich denke immer, das sind Kameras. Das sind wahrscheinlich gar keine Kameras. So, meine lieben Freunde, sagt mal hier, was hier los ist. Fährt einfach eine Party ohne mich, hm? Das finde ich aber nicht nett. Nicht mal Getränke habt ihr hier. Oh doch, auch doch, wie ich sehe. In der Granittasse. Die hat der Nachbar gestern noch aus der Mine gekloppt. Mit der Hand. Okay, so. Die Puppe, die stellen wir mal hier hin. Passiert da irgendwas? Unterhaltet ihr euch Damen so schön? Ich meine, ich dachte, ich bringe dir ein bisschen Gesellschaft mit. Ein Dankeschön hätte eventuell auch gereicht. Okay, so. Stellen wir das mal irgendwie hier hin. So, jetzt haben wir hier natürlich noch einen Teddy. Von gleicher Fabrikation, möchte ich hinzufügen. Aber das an anderer Stelle so. Ich leg den mal hier drauf. Oh ja, perfekt platziert. Du hast richtig brutzeln, mein Lieber. Ich leg den anderen Teddy mal daneben. Vielleicht, keine Ahnung. Ich meine, wenn wir einmal dabei sind, dann können wir hier auch massig Schaden zufügen. So, liebe Leute, es geht los. 3, 2, 1, macht euch bereit für das Feuerwerk. Wow. Wow, gut. Okay. Müssen die vielleicht noch näher... Oh, sorry. Sorry, das ging richtig in die Fresse. So, liebe Freunde, ich mach das nochmal. Passt auf. So, und jetzt habe ich ihn direkt da. Okay, come on. Ja, boom. Oh, er ist weg. Ah. Okay, krass. Da passiert tatsächlich was. Hast du das gesehen? Du wusstest nicht, in welche Richtung du gucken solltest. Hm? Okay, wow. Aber da ist scheinbar irgendwie nichts drin, oder habe ich das jetzt verpasst? Habt ihr es gesehen? Sagt mal her. Macht ihr eigentlich irgendwas? Seid ihr auch so cool wie in dem Klassenzimmer? Moment mal, ich probiere das mal aus. Man hat hier ja nicht mehr Puppen als zwei, oder? In diesem Spiel. Oh, Alter.
Wow, okay. Mhm. Ja. Ja, das ist eine Tapete. Ja, du bist eigentlich nicht dafür geeignet, um an die Wand zu gehen. Oh, es greift an, also nein. Nein, verschone mich. Oh Gott, oh Gott. Ja, leg dich erstmal hin. Ach, doch nicht. Guckst du lieber weiter die Tapete an. Ja, ja, versteht schon. Warte mal. Ich beruhige die alte mal hier. So, stell ich mal hin. Oh, fuck. Okay, never mind. Gut. So, und jetzt habt ihr gesagt, ich soll mal versuchen, noch diesen Rest des Kellers zu entdecken, indem ich da einfach mal nicht in diese Tür gehe und mal nicht dieses Dingens triggere. Aber hier eigentlich raus? What? What? Was haben die hier gemacht? Ey, die haben hier noch den übelsten Keller hingesetzt. Wenn ich jetzt da hingehe, dann löse ich bestimmt wieder diesen Endscreen aus. Auch von der anderen Seite. Die haben das hier fertig gebaut? Wow, okay, jetzt will ich wissen, was hier ist. Ich sollte mal die Brandschutzbehörde informieren. Wow, ich meine, Dankeschön für diese Auswahl an Möglichkeiten. Das hätte ich ja jetzt gar nicht vermutet. Komm, nehmen Sie alle, wir sind heute mal gierig. Und können wir jetzt das Schloss aufbekommen? Nein? Mit dem? Nein? Mit dem? Wow! Da hängen 3 Schlüssel daneben. Und keiner davon passt. Also, das ist echt Advanced Trolling. Ohne Scheiß. Wer hat sich das denn ausgedacht? Aber, liebe Leute, Türen halten uns nicht auf, wie wir wissen. Wow, das ist übelst groß. Was ist das hier? Alter, hier ist ein Gitter. Moment, Moment, können wir das anmachen? Das ist doch für irgendwas gut. Komm, geh an. Der geht nicht an. Der geht nicht an, oder? Ich meine, wir sind ja sowieso mit diesem Cheat unterwegs, von daher ist es egal. Aber das ist dafür geeignet, dass das hochgeht. Hier ist irgendwer eingesperrt. Okay, das könnte tatsächlich ein richtig guter Hinweis dann auf die Story sein. Dass er tatsächlich Leute hier drinne hat. Okay, hier ist ein Bett. Das ist wie sein Bett. Das kennen wir schon. What? Alter, zieht euch das mal rein, wie groß das ist. Crazy. Der übelste Komplex, ey. Krank. Okay, jetzt kann man hier noch hoch oder beziehungsweise von unten runter. Ah, wir sind hier wieder am Anfang und noch ein Gitter. Wow. Okay, funktioniert der hier? Nee, funktioniert nicht. Okay. Kann man hier eigentlich auch drauf stehen? Walk? Ja, man kann hier rumlaufen. Ganz normal. Okay, ich dachte, man fällt hier vielleicht durch. Okay, das ist verschlossen. Hier ist ein Sargdeckel. Ich meine, wer hat noch nicht den Drang verspürt, sich bei dem Anblick einer richtig schön gepflegten Tapete mal schön den Beethoven um die Ohren dudeln zu lassen? Ah, wenn's einmal überkommt, dann wird einem auch in diesem Haushalt geholfen. So, was läuft denn hier? Wow, das ist eine Lampe in Form einer Fernsehtextur. Okay, alright, ich verstehe das. Ja? Nee, ist schon okay. Ist alles gut. Kapier ich. Wow. Hi. Okay. Wir sind wieder am... Hier sind noch mehr Puppen. Okay, das Ding ist... Die haben sich schon überlegt. Ey, die Leute werden mit diesem Cheat-Modul hier richtig durch die Kante fliegen. Und die werden versuchen, alles zu entdecken. Und die haben hier extra noch was hingebaut, was man im normalen Spiel überhaupt gar nicht erreichen kann und soll. Warum brennt das hier? Ist das random? Ich glaube, okay, das kann man auch nicht aufnehmen. Ich glaube, die Entwickler verarschen uns einfach. Die machen hier einfach überall irgendeine Scheiße hin. Und dass YouTuber dann sagen, wow, guckt mal hier, übelst krass.
nichts passiert. Jemals. Okay, wow. Aber das ist eigentlich ziemlich cool. Okay, das ist der Raum. Da hinten kommen wir wieder zu dem Keller. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir von dieser Seite aus dahin gehen, was dann passiert. Moment mal. Bevor wir das machen, eine einzige Sache noch. Ghost. Wo sind wir auf dieser fucking Map? Wo sind wir? Ich meine, irgendwo muss das jetzt sein. Ist das hier die richtige Karte? Oh. Was, Ich guck einfach mal. Ach, wieder so ein riesiger Metallkasten. Dagobert Duck würde sich freuen. Ah, wir sind unter der Map. Okay, in der letzten Version war das dieses komische Jahrmarkt-Minigame, mit dem, wo man das Verstecken üben kann. Ah, ich verstehe das. Und die ganze Map gucken wir uns am besten mal in der nächsten Folge an. Okay, jetzt will ich da mal von der anderen Seite hin. 3, 2, 1. Wow! Okay, ich hab's gewusst. Die Tür ist das Böse. Okay, liebe Leute, haben wir das auch gesehen? Damit hätte ich ganz, ganz viele von euren Vorschlägen abgehakt. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, dann erkunden wir mal die ganze Map. Vielleicht findet sich da noch das ein oder andere Easter Egg. Ich würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Ich glaube, die Entwickler haben hier ziemlich viel Stuff versteckt. Und ich schätze mal, dass wir auch noch so einiges nicht gefunden haben. Also mit wir meine ich irgendwie alle YouTuber. Dass es noch ziemlich viel zu entdecken gibt. Bestimmt halt irgendwo auch total random irgendwas platziert. Wenn man irgendwas macht, dass irgendetwas passiert. In dieser Version muss es so sein. Okay, ich bin ziemlich gehypt schon auf die Alpha 3. Schon jetzt freue ich mich drauf. Das Spiel ist ja jetzt schon wie quasi fertig in seinem Stil sozusagen. Also diese neuen Texturen, diese ganze Grafikstil und so weiter. Das soll alles so bleiben. Das ist das, was Hello Neighbor sein wollte. Und ich glaube, das Haus soll allerdings noch viel größer werden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Haus, was wir, dieses Secret House, ob das wirklich das von der Alpha 3 ist. Das ist super fucking groß und super fucking broken. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Sandbox, so ein Spielzeugkasten von den Entwicklern und die haben es einfach drinnen gelassen, weil, ja, die Leute sich darüber freuen irgendwie. Ist ja auch in Ordnung. Okay, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Wir haben einen mega krassen Kellerkomplex gefunden. Und ich glaube, der macht auf jeden Fall den Anschein, dass da drinnen was nicht in Ordnung ist. Das heißt, der Typ ist nicht einfach nur ein Creep. Der hat wahrscheinlich auf jeden Fall da drinnen was eingesperrt. Was auch immer. Ich denke mal, das wird sich schlussendlich erst in der Vollversion zeigen. Okay, liebe Leute, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.